Wollen Sie es? Wird nicht mehr gelungen. Ja, gerade hat es geschlungen. Ich hab nichts gehört. Aber ich, sogar dreimal hintereinander. Also, Herr Dallinger, dann packen wir es. Ja, packen wir es. Packen Sie es doch noch. Ja, nicht, wer es packen. Ja, Sie können aber gar nicht mehr gerade stehen. Die brauche ich ja nicht. Ich fahre ja. Ich kann es nicht fahren. Ja, warum soll ich nicht fahren können? Ich habe ja einen Scheinwerfer. Ich brauche bloß alle bei dem Lichtkegel nachfahren. Na ja, da kann ja nichts passieren. Aber her? Ja, wenn Sie aber einmal in die Seitenstraße einbiegen müssen. Also, wenn ich in eine Seitenstraße immer, ja, dann reite ich ganz einfach steil rum und fahre wieder dem Lichtkegel nach. Ach, so geht das. Weile, wer wird denn sonst? Ist aber ein schöner Wagen. Wie lange haben Sie jetzt den Wagen schon? Den habe ich jetzt, Passungsjahr 2-3. Im 14. Tag wird es ein Monat. So lang schon? Ja, ja. Okay, seine Limmersinne. Kein offener Wagen. Nein? Limmersinne ist halt billiger, gell? Okay? Ja, billiger nicht, aber wärmer. Ja, ich möchte jetzt in keinen offenen Wagen nicht fahren. Ist ganz schön frisch, gell, die Morgenluft. Gell, okay, nehmen wir mal gleich unsere Mäntel raus, dass wir uns nicht verketten. Ja, das lassen Sie ja noch Zeit, ich muss erst... Sind Sie doch nicht rausgestohlen worden? Ja, woher, den kann doch kein Mensch nicht... Nein, wenn doch der Wagen zugesperrt ist, das ist ja das Schöne an einer Limmersinne. Ja, stimmt. Spart mir jetzt mal Gatterup. So ist's. Ja, ist doch billiger. Das ist ja Limmersinne. Ja. Aber Sie. Grutzi dürr. Ja, was haben Sie denn? Keine Schlüssel. Keine Schlüssel. Haben Sie die im Wagen drin stecken lassen? Ja. Um mich legst du am Arsch. Na, das hilft jetzt auch nichts. Herr Dallinger, wo haben Sie denn den Wagen gekauft? Beim Dings, beim. So, da. Ja, wenn Sie aber jetzt auch noch nicht aufhaben. Warum, was möchten Sie denn? Ja, umtauschen gegen einen offenen Wagen. Halt Sie, ich habe eine Idee. Idee? Einen Schlüssel braucht man. Ich habe ja einen Reserveschlüssel. Ja, also nachher her damit. Aber daheim? Ja, dann sperrt er da nicht. Aber will man holen? Ja, holen kann man. Geht aber nicht. Wieso? Weil ich keinen Hausschlüssel habe. Sie werden doch einen Hausschlüssel haben. Ja, das schon, aber im Wagen drin und der ist im Mantel. Naja, dann ist er wenigstens gut aufgekommen. Sie haben schon recht, Herr Dallinger. In so eine Limmersinne kommt kein Mensch hinein, wenn es zugesperrt ist. Müssen wir halt schieben. Das kann man machen, ja. Also. Wenn die Handbremse nicht angezogen war. Wenn wenigstens ein Taxi käme. Nein, dann kommt man auch nicht fahren. Warum nicht? Ja, haben Sie nur Geld? Nein, Sie? Ja, kein Pfennig. Ja, aber wieso? Wir haben doch die Garderobe gespart. Na, Gott sei Dank, sonst haben wir ja noch weniger. Jedenfalls braucht man zuerst einmal einen Hausschlüssel. Das steht fest. Auf jeden Fall. Ja, darum bleibt uns nichts anderes übrig, als wir Scheimeischlung. Also, gerade im Moment wollte ich es auch sagen. Aber mit was? Am besten war ein Holzhammer. Ein Holzhammer war nicht schlecht, ja? Sieh, die da drin in dem Haushaltswarengeschäft, da hätten sie bestimmt einen. Na ja, aber so schnell werden die noch nicht aufmachen. Haben wir Schaufenster, eh? Das Einfachste was? Da darf man uns natürlich leicht, dann haut man mit dem Holzhammer die Wagenscheiben ein, dann einen Hausschlüssel raus, holt einen Reserveschlüssel und sperrt ihn auf. Ja, aber mit was haben wir Schaufenster, eh? Haben Sie gar nichts Harz? Weißt du, was hätte ich? Ja! Aber im Wagen drin. Ja, dann können wir es nicht brauchen. Eben. Aber passen Sie auf, dann haben wir zuerst die Wagenscheibe ein und nachher das Schaufenster. Das ist eine Idee. Aber ein Schmarrn. Wieso? Weil wir da wieder was zum Einschlagen brauchen. Stimmt. Herr Dallinger, schauen Sie mal, das kleine Holzhäusl auf der Baustein da drüben. Ja, und? Ja, seh's nicht, dass das Tierlauf ist. Ach so, meinst du? Nein, lieber nicht. Ja, was lieber nicht? Hey, sie möchten da drin übernachten. Ach, Schmarrn, seh's denn nicht die zwei Besen da drin? Ist sich bloß an. Ja, der klangt uns auch. Einen Moment. Ja, ich weiß nicht. Was möchtest du mit deinen Besen? Da, schau her, Herr Dallinger. Ein schöner Besen. Ja, ja. Schön schon, aber meinst du nicht, dass die Burschen zu weich sind? Nein, Herr Dallinger, dran nicht um.
Ah ja, mein Gott. Ja. Sieh, das ist das, was wir brauchen. Herr Dalliger, ja. Ging es weg. Jetzt wird gestessen. Ja, ja, aber ein bisschen vorsichtig, gell? Dass wir nicht die ganzen Glassplitter auf dem Polster drin haben. Herr Dalliger, jetzt wird nichts mehr gestessen. Nein, halt Sie, nicht von außen. Stessen doch die Scheiben lieber von innen raus. Alles mal, Herr Dalliger, es wird gestessen. Hurr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